Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, das hier ist unsere Freitagnacht-Ausgabe. Wie immer traditionell eine freie Themenausgabe. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft an 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Es geht los mit Sabrina und Sabrina ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Es geht zu der Beziehung mit meinem Freund. Aha, es geht um den Freund. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Schon 2 Jahre. Mhm. Und was ist da los? Und zwar geht es darum, dass er halt immer mehr so will, dass ich sein Domina bin und er halt mein Sklave. Aha. Ist aber überhaupt nicht dein Ding. Nicht so wirklich. Also es hat sich auch so mit der Zeit immer mehr entwickelt. Mhm. Also in den ersten Zeiten, als ihr euch kennengelernt habt, in der ersten Zeit der Beziehung, war es alles normal, was man so normal nennt. Wann hast du gemerkt, dass er so ein bisschen anders tickt, dass du in diese Rolle schlüpfen sollst? Ja, also wir haben am Anfang halt schon so ein bisschen rumprobiert, so wie das normal ist. Mhm. Ne? Man guckt so, was dem anderen gefällt und irgendwie hat er halt immer mehr so gesagt, ja, das mehr so halt so die härtere Sache, so dass ich so mehr so die Ansage mache und... Mhm. Irgendwie sagt er, ja, komm, mach dies, mach das. Und hat dich das am Anfang irritiert, ein bisschen irritiert? Oder hast du gedacht, naja, okay, so ein bisschen kann man ja mal spielen? Ja, also am Anfang fand ich es ja auch nicht schlimm. Also ja. Es war eigentlich so ganz okay. So. Ja. Ich bin eigentlich auch ziemlich offen. So. Ja. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo du sagst, ich kann das nicht. Ja, da ist die Grenze. Ja. Wo ist die Grenze jetzt bei dir? Was kannst du und was kannst du nicht? Ich würde schon sagen, dass es mir halt so ein bisschen zu extrem geworden ist, immer die Ansage zu machen, so, dass ich halt doch mal schon so ein bisschen mehr romantische Sachen machen würde. Ja. Ach so, das ist bisher, es hat sich jetzt so entwickelt, dass quasi nur noch diese Art von Sexualität bei euch abläuft. Ja. Also die Kuschelnummer, das Nette, das Romantische, wie du sagst, findet gar nicht mehr statt. Nee, also es gibt's nicht mehr. Aber nochmal die Frage, wie weit gehst du denn? Was peitschst du ihn aus? Gehst du schon so weit? Ja. Oh, das schon. Also habt ihr euch solche Sachen auch gekauft? Solche Accessoires, Peitschen und Handschellen, was es also gibt? Ja. Ja? Was habt ihr also alles er hat dann immer solche Sachen vorbeigebracht und hier und so. Und ich meine, irgendwo ist es halt so, ich liebe ihn halt ziemlich doll. Also er hat es gekauft und hat es hingelegt und hat gesagt... Hinterher, wenn es dann soweit war, gesagt, nimm das mal, mach das mal. Ja, er hat es mir halt dann so gezeigt, wie es funktioniert. Ja. Und wie schlägst du ihn? Wo schlägst du ihn hin? Also meistens auf den Hintern. Ja. Richtig volle Kanne? Ja, also er schreit dann immer, ja, doller, doller und so. Und dann mache ich es halt. Aber es macht dir null Spaß. Es geht, also... Erregt es dich? Ja. Doch. Also immerhin, ne? Also ein bisschen scheinst du ja dann doch so auch gestrickt zu sein. Ja, teilweise, aber es wird dann manchmal echt zu extrem und zu viel. Was war das Extremste, was du bisher gemacht hast mit ihm? Also ich habe auf ihn drauf uriniert. Mhm. Auf seinen Körper so. Ja, also diese Sachen will er auch. Ja. Will er noch mehr als urinieren? Ja, also er will seinen Finger so in meinen Po stecken. Mhm. Und ja, halt so mit Urin und halt solche so eine Art schmutzigen Sachen. Ja. Also ich meinte jetzt, will er noch mehr als urinieren? Will er, dass du das andere Geschäft auch bei ihm machst? Nein. Das nicht. Da ist seine Grenze dann. Mhm. Ja. Also ein bisschen erregt es dich, ein bisschen findest du es auch gut. Aber ja, schon so ein bisschen so ein bisschen heftigen Sex ist, findet, glaube ich, keiner schlecht. Ja. Aber dir wäre lieber. Aber es geht dann zu sehr in die Extreme irgendwo. Ja. Und dir wäre lieber, wenn das mal so vorkäme, was ihr da macht, aber eben nicht immer. Und das im Prinzip kommst du ja auch gar nicht so sehr auf deine Kosten, ne? Jetzt in eurer Sexualität, wie du schilderst. Nicht unbedingt. Das heißt, er kümmert sich dann ja gar nicht wirklich um dich, ne? Weil du bist die Domina
und du behandelst ihn. Ja. Mhm. Sabrina, hast du mit ihm darüber geredet, dass du dich da so unwohl fühlst? Ja, also ich habe schon öfters versucht, das so halt so anzudeuten, aber irgendwo war es mir dann auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Weil ich ihn halt auch nicht verletzen möchte, ne? Ja. Aber ich finde, dass dir das nicht unangenehm sein soll und sollte, ja, wenn du ihm das sagst. Und ich finde das auch nicht verletzend, wenn man das sagt. Irgendwann ja, gut, wirst du verletzt in deinen Gefühlen, wenn du Dinge tust, die dir nicht gemäß sind. Hm. Aber ich stehe dann halt auch so ein bisschen in einem Zwiespalt, dass ich es teilweise mag und teilweise halt auch nicht. Und ja, ich kenne die Grenze nicht unbedingt. Nein, so. Aber das genau ist doch toll, wenn du ihm das sagen würdest. Genauso wie du es mir jetzt gesagt hast. Ich stehe da in einem Zwiespalt. Ich lehne es ja nicht kategorisch ab. Aber irgendwie ist es mir zu viel. Mhm. Guck mal, vielleicht wittert er das gar nicht richtig, das, was in dir vorgeht. Vielleicht denkt er ja sogar, dass du es richtig gerne machst. Ja. Wie ist denn eure Beziehung? Ist es eine gute Beziehung eigentlich? Also wir verstehen uns eigentlich ziemlich gut. So. Mhm. Also es gibt kaum Probleme. Also du liebst ihn sehr? Ja. Ja. Und du hast den Eindruck auch, dass er dich sehr liebt? Ja. Ja. Und es ist eigentlich auch ein tiefes Vertrauensverhältnis. Ja. Ja, da musst du sagen. Mensch, sag es. Mhm. Vielleicht rüttelt ihn das auch ein bisschen wach und kapiert, dass er auch nicht so sehr seine Bedürfnisse da ausleben kann, sondern dass du halt auch noch da bist. Und vielleicht liegt ihm auch sehr daran, dass du auch richtig Spaß an der Sexualität hast und nicht... Ich könnte mir vorstellen, so wie es jetzt läuft, dass du schon immer mit einem gewissen Vorbehalt, wenn nicht sogar Angst, in die sexuelle Situation gehst. Kann das sein? Mhm. Ja. Also, reden ist wichtig. Und ich glaube, du kannst nichts kaputt machen und du wirst ihn mit Sicherheit auch nicht verletzen, wenn du das so differenziert sagst, wie du es mir gerade erzählt hast. Mhm. Hm? Ja gut, ich habe auch irgendwo ein bisschen Angst, dass er nur diese Schiene kennt und machen will und auch gar nichts anderes kennt irgendwo. Ja, weißt du das denn nicht von früher? Wie hat er das denn früher gemacht? Vor eurer Beziehung? Ja gut, da habe ich auch nicht mehr so eine gute Erinnerung dran, wie es vorher war. Nee, hast du ihn nicht gefragt, wie er das mit anderen Frauen vorher praktiziert hat? Nee, also das möchte ich auch nicht unbedingt wissen. Warum nicht? Man kann ja mal fragen hier, ist das erst in unserer Beziehung wach geworden bei dir, das Interesse? Oder hast du es früher schon mal anders auch erlebt? Und ich glaube, ihr redet einfach zu wenig über eure Sexualität, Mensch. Eigentlich schon. aber nicht halt über die wichtigsten Sachen, glaube ich. Irgendwo denke ich mal, so die alten Beziehungen, das interessiert mich nicht unbedingt. Na gut, also du sollst ja jetzt in erster Linie auch mal über euch reden und über dich reden und deine Gefühle. Ja. Und deine Bedürfnisse. Und da würde ich dir wirklich dringend zu raten, weil ich glaube, dass man da auf jeden Fall den richtigen Weg geht. Den richtigen Weg gehst du auch für dich in diesem Fall. Mhm. Okay. Alles Gute, Sabrina. Ja. Auf Wiederhören. So, meine Lieben, 0800 220 5050 oder E-Mailen unter domian@wdr.de. Ralf, 38 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Ralf. Um was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Ich habe ein Problem mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Wie lange seid ihr getrennt? 14 Tage. Oh, ganz frisch noch. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 4 Jahre und es ist halt momentan eine schwere Zeit. Ne? Wer hat sich denn von wem getrennt? Sie von mir. Warum? Sie hatte aus dem Internet jemand anderes kennengelernt und das ging leider in die Hose. Wie, das ging leider in die Hose? Also sie hat jemand anderen kennengelernt? Genau. Und das ging dann in die Hose? Aber eindeutig. Was heißt das? Es war ein Fehlgriff für sie, hat sie mir erklärt. Gut, aber dann könnte sie ja noch mit dir zusammen sein, ist sie aber nicht. Nee, sie war halt sehr begeistert von dem Typ aus dem Internet. Ja, gut, aber das hat ja nicht geklappt mit dem Typ aus dem Internet. Nee, und jetzt kommt der Bock natürlich, wo sie abgeschossen hat. Wenn ich halt Sex will, dann muss ich bezahlen dafür. Wie bitte? Wie bitte? Also nochmal, ihr seid 4 Jahre zusammen, ihr wart 4 Jahre zusammen. Ja. Dann hat sie jemanden im Internet kennengelernt, aber das war nichts. Genau. Das hat sich dann auch schnell wieder erledigt. Genau. Und nach dieser Begegnung, dieser Typ und sie, den sie im Internet kennengelernt hat, danach hat sie zu dir gesagt, du musst für Sex bezahlen? Ja, genau. Was hat denn das mit dem Kennenlernen des Typs aus dem Internet zu tun? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, sie wollte mir eins auswischen damit. Es ging leider an die Hose und jetzt halt
kommt sie halt mit dem rüber, wenn ich Sex haben will, dann muss ich bezahlen. Also, aber der Typ hat sie nicht auf diese Idee gebracht? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ist alles dubios, vernebelt. Ja. Wie, dann sagt deine Freundin, das ist ja auch ein Hammer, da sagt deine Freundin, mit der du 4 Jahre zusammen bist, hier, wenn du mit mir Sex haben willst, musst du bezahlen. Genau. Wie viel solltest du denn bezahlen? Weiß ich nicht. Sie hat halt gesagt, wenn ich mehr Vergnügen haben will, muss ich bezahlen. Ach, es ist nie dazu gekommen, dass du bezahlt hast? Doch, einmal. Und wie viel hast du bezahlt? 30 Euro. Ralf, bist du wahnsinnig? Nein, blöd. Ja, mit Verlaub. Da ist noch ein Kind in der Beziehung. Das darf ich auch nicht mehr sehen. Oh, dann hört der Spaß jetzt auf. Bitte? Ich sag, da hört der Spaß auf. Ja. Wie alt ist euer Kind? 2 Jahre. Mhm. Also, stell mir das mal eben zur Seite, reden wir gleich drüber. Dann hast du einmal mit ihr Sex gehabt und hast 30 Euro vorher hingelegt oder hinter. Ja, genau. Und dann durftest du mit ihr so schlafen, wie du es schon wie du es kennst, mit ihr genau zu schlafen. Genau so ist es, nichts anderes. So, aber jetzt hat sie sich dennoch von dir getrennt vor 14 Tagen. Ja. Mit welcher Begründung? Angeblich wäre eine andere Frau im Spiel, aber da ist keine andere Frau im Spiel. Ich komme halt von ihr nicht weg. Ich weiß wie eine andere Frau? Bei ihr eine andere Frau im Spiel oder bei dir? Bei mir angeblich. Ach, sagt sie. Ja. Aber hör mal, Ralf, da ist aber nur alles kaputt, was kaputt sein kann. Ich weiß nicht mehr. Einerseits komme ich nicht von ihr weg. Sie hat mir meinen ganzen Bekanntenkreis kaputt gemacht. Ich musste meine ganzen Hobbys aufgeben. Mein bester Freund Elvis habe ich müssen aufgeben. Alles müssen aufgeben. Elvis ist ein sehr guter Kamerad für mich, weil er gibt mir immer Ratschläge, was ich machen soll. Also Elvis ist ein realer Mensch. Also er ist ein super Mensch. Ja, ein Mensch. Ich dachte schon, der Sänger, dass du... Naja. Nee, also es ist ein realer Mensch. Ein Freund ja, mit dem bin ich wirklich, der heißt wirklich so, mit dem bin ja, ich auch groß ich geworden. Ja. Hat sich das denn in der letzten Zeit schon abgezeichnet in eurer Beziehung, dass da einiges, dass da Risse in die Beziehung gekommen waren? Ja, weil sie hat noch Kinder aus erster Ehe. Ja. Und da ist halt auch der Riss anscheinend gekommen, ich weiß ja nicht. Also im Klar anders gefragt, seit wann merkst du, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Eigentlich schon seit einem halben Jahr. Und war sie vorher war sie ja auch dann offensichtlich nicht so eine ganz einfach zu handhabende Frau, wenn sie dir deinen Freundeskreis kaputt gemacht hat und dich so isoliert hat und so weiter, wie du es gerade erzählt hast? Ja gut, wenn ich Geld gehabt hätte, da war sie halt da. Da hat sie gesagt, okay, da bin ich ein Mann, ansonsten nicht. Aha. Das hat sie immer zu dir gesagt, wenn du Geld hast, bist du ein Mann. Ja, sie hat auch noch nie gearbeitet, ne? Mhm. So, jetzt stehst du da ohne Bekanntenkreis und ohne Freundeskreis. Also ich habe nur einen Freund, wie gesagt, das ist Elvis halt, ne? Ja, das ist Elvis. Und du sagst, dass du diese Frau immer noch liebst. Ja, was heißt Liebe? Ich komme nicht von ihr weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Anscheinend ist es eine Sucht oder Drang, ich weiß es nicht. Was zieht dich denn zu dieser Frau hin? Ich weiß es nicht. Ich komme einfach nicht von ihr weg. Naja, nun denk mal ein bisschen nach. Ich meine, das ist ja ein wichtiger Punkt, dass man darüber nachdenkt, was ist es, was mich da immer wieder hinzieht. Der Sex ist es ja offensichtlich auch nicht so sehr, oder? Nee. Sex ist es nicht. Der Sex ist nicht da. Sie hat dich ja auch nicht so gut behandelt, wie ich so höre, raushöre. Nee, sie hat sogar einmal die Polizei nachts gerufen, mich rausschmeißen gelassen. So. Wann habt ihr das letzte Mal was Schönes, was Glückliches erlebt, wo du sagst, das war richtig toll, da haben wir uns gut verstanden, das war klasse? Das ist schon mindestens über 1,5 Jahre her. Was war das? Da waren wir gemeinsam mit dem Kind, also mit seinem gemeinsamen Sohn, waren wir spazieren. Ja. Und da sind wir noch spazieren und in den Park gegangen und alles so schön. War wirklich ein schöner Tag auch. Ja. Und das war es dann aber auch. Und das liegt ein halbes Jahr zurück. Ja. 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 Und ich leide halt jetzt sehr drunter, dass ich mein Kind nicht mehr sehen kann. Ne? Mhm. Ich meine, das ist ja natürlich jetzt eine juristische Frage, wie du dich da verhältst, dass du auch Zugang zu dem Kind hast und dass du es sehen kannst und so weiter. Hast du dich denn da schon mal mit jemandem zusammensetzt, der Ahnung hat? Ich traue ja bei keiner zu gehen, weil ich überall ausgelacht werde. Warum wirst du ausgelacht? Ich war beim Anwalt gewesen, der wollte direkt Geld haben und dann halt beim Bekanntenkreis, oh, das sind normale Probleme, die legen sich wieder. Gut, dass ein Anwalt will natürlich Geld haben, das ist völlig normal, aber der lacht dich nicht aus, weil das Problem, was du hast, haben Tausende von Männern. Ja, ist klar. Vor allen Dingen habe ich ja die ganze Sache, wo sie hat, finanziert. Ja. Und ich stehe jetzt hier wirklich im Raum drin, also in meinem Zimmer. Ja. Und das ist ungefähr noch kleiner wie in der Toilette. Ich weiß nämlich, also ja. Ich habe gar nichts mehr, ich habe keine Möbel, sie hat mir alles abgenommen. Ist denn für dich klar, Ralf, dass du dich nicht mehr auf diese Sex-für-Geld-Geschichte einlässt?
Das auf alle Fälle, das ist, davon bin ich weg. Also, was war das denn überhaupt für eine Situation, so emotional für dich, dass du deiner langjährigen Freundin da Geld hinlegst und danach durftest du erst mit ihr Sex haben? Wie hast du dich währenddessen gefühlt? Das ist ein beschissenes Gefühl. Vor allen Dingen kommt sie auch rüber und sagt halt, dass das für das Kind ist, dass sie Äpfel kaufen kann. Und sie bekommt hier genug Geld. Sie hat eigentlich alles. Dass sie Äpfel kaufen kann. Was hast du währenddessen empfunden? Bist du überhaupt richtig scharf geworden? Kann man das? Gar nichts. Aber dennoch ist es passiert. Ja, trotzdem ist Ich weiß es auch nicht. Das ist halt so. So, ist sehr verwickelt alles, merke ich schon. Und vor allen Dingen die Geschichte mit dem Kind ist doch sehr ernst zu nehmen. Deshalb möchte ich, dass du in Ruhe mit meiner Psychologin darüber weitersprichst, mit der Heide. Ja, super, das wäre nett. Das wäre wichtig, dass sie dir auch da ein paar Anlaufstellen geben kann, vermitteln kann, wo du dich richtig schlau und kundig machen kannst, dass du zumindest Zugang zum Kind hast. Ja, und was die Geschichte zu der Frau anbelangt, ist es wirklich an dir, dass du alles in dir aktivierst, an Disziplin, dass du dagegen ankämpfst, zu dieser Frau wieder zu wollen, nach dem, was du jetzt geschildert hast, nur in den wenigen Minuten, was sie dir angetan hat. Na, ich will, einerseits will ich nicht retour und andererseits will ich halt retour. Ich meine, ich kann die 4 Jahre auch nicht vergessen. Ne? Nee, aber du sollst nicht retour. Nach dem, was da vorgefallen ist, geht man nicht mehr zurück. Das hat mein Kollege, also der beste Freund, der Elvis, ich weiß schon. Ja, hat das also auch schon gesagt. Und ich muss noch eins loswerden, bevor ich getrennt werde. Hm? Also Elvis guckt jeden Abend deine Sendung, wenn sie kommt. Und er findet sie super. Und ich finde sie auch super. Also deine Ratschläge sind super. Dann grüßen wir den Elvis mal herzlich. Gut, der guckt jetzt auch zu. Ja. Ralf, du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Okay, ich bedanke mich für die Auskunft. Alles Gute, tschüss. Gut, tschüss. Jetzt geht es bei mir weiter mit Cindy. Cindy ist 25, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Cindy. Hallo. So, wir beide jetzt. Ja, wir beide. Und was geht's bei dir? Also es geht darum, ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Ja. Genauso alt wie ich, 24. Mhm. Und wir sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Mhm. Und ich habe im Oktober rausgefunden, dass sie seit Juli einen Mann hat. Oh. Ist alles nicht das Problem gewesen, weil wir uns vorher darüber unterhalten hatten, wie wäre es wenn, weil wir keine rein lesbische Beziehung führen, sondern eine bisexuelle Beziehung. Also Moment. Bisexuelle Beziehung führen, ist noch was anderes als bisexuell sein. Bist du ihr jetzt auf die Schliche gekommen bist, wart ihr beiden euch aber treu, oder? Wir waren uns treu, aber wir waren beide schon, also wir wollten beide schon irgendwann mal einen Mann. Wieder, und irgendwann mal Kinder. Ja. Also, so, jetzt hast du rausbekommen, dass deine Freundin einen Typ hat. Ja. Im Oktober hast du es rausbekommen, dass sie schon seit Juli einen Typ hat. Ja. Habe ich ihre SMS vom Handy gelesen. Ah ja, was heißt denn Typ haben? Eine Liebesbeziehung oder so eine irgendeine Sexbeziehung? Ich denke mal, im Moment ist es nur eine Affäre, weil er verheiratet ist und Kinder hat. Das heißt, diese Beziehung hält bis heute an mit dem Mann. Genau. Du bist nach wie vor mit deiner Freundin zusammen. Ja, und er weiß auch davon. Und er weiß davon. Also er weiß, dass wir auch da sind. Ja, aber es ist dann doch irgendwie problematisch, sonst hättest du dich ja nicht gemeldet. Genau, weil mein Problem ist eben, ich kenne ihn, ich verstehe mich gut mit ihm, ich hasse ihn in keinster Weise, weil es sind eben Gefühle, die man hat und ich weiß nicht, ob es bei mir die Eifersucht ist oder ob ich ganz einfach Angst habe, sie zu verlieren, weil ich weiß nicht, wenn sie mir so erzählt, was sie so gemacht haben oder wenn ich ihm so sehe, was für schöne Geschenke er ihr macht oder eben so Kleinigkeiten, Sachen, die ich als wunderbar und richtig toll empfinde. Ja. Also geht das schon über eine reine Sexgeschichte hinaus, ne? Die beiden hatten noch keinen Sex. Die hatten noch gar keinen Sex? Nein. Wie? Die sind seit voriges Jahr Juli in Kontakt und hatten noch keinen Sex miteinander? Ja, das Problem ist, sie hatte so ihre Probleme, aber das ist ja auch eine andere Sache. Also sie ist, ich sag mal so, sie ist eher ein Kuscheltyp. Na gut, also man kann ja auch Kuschelsex haben. Ja, ich weiß es nicht, was in ihrer Beziehung so abläuft. Also Moment, das ist doch ganz wichtig. Du bist mit einer Frau zusammen, das ist deine Partnerin. Ja. Und die hat seit voriges Jahr im Juli einen Typ. Du sagst, die hat einen Typ, die hat eine Beziehung zu einem Mann. Was ist denn das denn für eine Beziehung, wenn die keinen Sex miteinander haben? Das Problem ist, sie ist eine sehr verschüchterte, also sie ist sehr schüchtern und vielleicht auch so ein bisschen verklemmt, weil ich meine, sie ist jetzt eben, sie ist auch 24 und
sie ist jetzt seit 5 Jahren mit mir zusammen. Sie hatte davor eben vielleicht 1-2 Beziehungen mit einem Jungen. Und da ist eben nie sehr viel passiert. Ne? Also nochmal im Klartext gefragt. Diese doch jetzt fast ein Dreivierteljahr andauernde Beziehung oder ein gutes halbes Jahr andauernde Beziehung ist bisher vollkommen ohne Sex gelaufen. Also eigentlich schon, so wie sie es mir gesagt hat, ja. Aber das liegt in der Luft und der Typ will wahrscheinlich irgendwann Sex haben, ne? Ja. Und sie irgendwie auch, oder was? Bitte? Und sie wahrscheinlich irgendwie auch, oder? Wenn sie sich traut. Ja, sie wünscht es sich. Also ich denke schon, also sie wünscht sich eher, mit ihm im Bett zu liegen und zu kuscheln. Aber das haben sie auch noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht, sie sind gerade in Berlin, sie sind heute weggefahren und ich bin jetzt in ihrer Wohnung. Oh, da macht man sich natürlich Gedanken, ne? Ja. Die können jetzt im Bett liegen und kuscheln. Ja, naja, das ist nicht so das Problem. Ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden, aber ich bin sehr aggressiv geworden durch diese ganze Sache und Also Cindy, ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, das wäre ich an deiner Stelle aber auch. Du bist mit deiner Partnerin zusammen, die hat irgendeine dubiose Beziehung zu einem Typ. Mhm. Eine dubiose Beziehung, finde ich, irgendwie, so eine seltsame. Und der beschenkt sie und jetzt waren sie zusammen in Urlaub oder Kurzurlaub. Finde ich völlig normal, wäre ich an deiner Stelle auch eifersüchtig, weil ich nicht wüsste, was da los ist. Genau wie du gerade gesagt hast, es ist eine Mixtur zwischen Eifersucht und auch der Angst, sie eventuell zu verlieren. Ja, natürlich, aber es ist ja eigentlich auch ihr Leben. Sie kann ja machen, was sie will. Ja, gut, das sagen wir natürlich alle immer irgendwie. Aber wenn man in einer festen Beziehung ist und den anderen unbedingt haben möchte. Ja, aber wir haben uns halt eben geeinigt, also dass wenn ein Mann kommt, dass es eben, dass jeder so tolerant ist und das akzeptiert. Und gut, wenn das so wäre, finde ich das ja auch wieder in Ordnung. Ist ja bei mir auch okay, aber ich habe eben Angst, sie zu verlieren. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Soll ich weiterhin so klammern oder soll ich sie einfach gehen lassen, damit sie merkt, meinen Weg gehen. Also, ich finde ja interessant, ich hatte gestern auch so ein Gespräch. Ich finde das immer gut, wenn Paare vielleicht auch andere Lebensmodelle finden. Mhm. Wenn ihr jetzt für euch sagt, okay, wir sind zwei bisexuelle Mädels, wir lieben uns und wir geben uns beiden das Recht, wir machen auch unsere Erfahrungen weiterhin mit Männern. Mhm. Wäre ja gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Ich fände jetzt wichtig, für dich an deiner Stelle herauszubekommen, was ist das, was sie zu diesem Mann zieht? Ist das einfach die Sehnsucht, auch mal wieder mit einem Typ ins Bett zu gehen oder mit einem Typ zu kuscheln? Ich glaube, das ist eher Neugierde. Also ist es Neugierde oder ist es was Tieferes? Und da wäre es ja nun völlig normal, dass du eifersüchtig bist, weil du Angst hast um eure Beziehung. Naja, das Problem ist, ich meine, ich habe auch schon mit ihm geredet. Ich kenne ihn ja. Mhm. Wir verstehen uns auch ganz gut. Sie kann nicht mal zu ihm sagen, ich liebe dich. Also ich weiß nicht, da muss irgendwie eine Blockade sein. Also naja, aber wenn sie zu ihm sagen würde, ich liebe dich, dann wäre es ja schon heftig für dich wiederum, finde ich. Ja, also ich bin wahrscheinlich auch einfach zu neugierig und will alles wissen und mache mich irgendwie selbst damit kaputt. Nein, das finde ich völlig normal. Ich wäre auch so neugierig wie du, weil ich einfach wissen würde, was ist denn da los mit den beiden? Mhm. Bahnt sich da vielleicht eine neue Liebe an? Ja. Also vor allen Dingen, ich meine, sie haben, meine Freundin, die hat auch schon eben über Kinder irgendwie nachgedacht, dass sie ein Baby haben möchte. Ja. Und ich bin halt eben diejenige, die als Patentante in Frage kommt. Das ist natürlich was ganz Tolles, eben das zu hören und dieses Vertrauen zu bekommen. Aber wie definiert ihr denn eure Beziehung? Ist das noch eine Liebesbeziehung? Es ist schon noch eine Liebesbeziehung, aber wir führen keine reine Sexbeziehung. Bei uns ist das reine Sexbeziehung ist natürlich Schwestern wie Freundin und ich meine, natürlich liegen wir auch zusammen nackt im Bett und kuscheln. Achso, aber ihr habt keinen richtigen Sex mehr miteinander. Nein. Hattet ihr aber? Ja, ja. Anfangsphase, aber das ist ja normal. Ja, es wäre auch normal, wenn das jetzt noch so wäre, nach 5 Jahren. Ja, also wir haben schon noch unsere Sachen, die wir so machen, aber es hat halt eben alles ein bisschen nachgelassen. Ne? Aber nicht erst, seitdem sie diese Beziehung hat, schon vorher. Also, ist mir so ein bisschen schwer zu greifen, eure Konstellation. Mhm. Also ich finde schon an deiner Stelle, dass du das Recht hast zu erfahren, ob sie sich dabei ist zu verlieben. Mhm. Das finde ich schon. Und dann hast du auch das Recht zu erfahren, wie sie sich das vorstellt, wie das gehen soll mit euch oder mit einem Mann und so weiter. Mhm. Und nur wenn man da ehrlich drüber gesprochen hat, dann kann man einen Pakt schließen und sagen, pass auf, wir regeln jetzt unser Leben so,
wir geben uns gegenseitig diese Freiheiten. Aber das geht nur, wenn man vorher auch weiß, was da los ist und was man will. Naja, die Sache ist die, wir wohnen zurzeit noch in einem Haus. Also eine getrennte Wohnung, aber sie zieht bald weg. Und ihr Freund, der wird sich auch bald von seiner Frau trennen und wird dann auch in die Stadt ziehen, wo wir wohnen. Oder wo sie. Aber das hört sich doch alles wirklich so an, als wäre das eine Fortentwicklung von dir, von euch. Sie zieht von dir weg. Du sagst schon, ihr Freund. Ja. Das hört sich aber nicht so doll mehr an. Das hört sich wirklich so an, als wäre das Mädel auf einem anderen, auf einer anderen Schiene im Moment. Naja, gut, andere Schiene. Aber ich meine, wir haben gestern Abend trotzdem noch gekuschelt, zusammen gebadet und alles. Ja, gut. Es war alles wunderschön. Aber dann fragt sie ganz klar, wie sie sich die Zukunft vorstellt, was sie will. Ja, aber jetzt mal kurz die Frage. Meinst du, ich soll ihr einfach ein bisschen mehr Freiraum geben, sie einfach machen lassen und nicht zu viel nachfragen, nicht zu viele Nachrichten schreiben, wenn sie mit ihm unterwegs ist? Nein, oder? Weißt du, was ich wichtig finde, Cindy? Du musst für dich entscheiden, was du möchtest. Was sind deine Bedürfnisse? Dann musst du sie klar fragen, was sie will. Was sind ihre Bedürfnisse? Ja, beide. Bitte? Beide Leute, ihn und mich zu haben. Sagt sie so. Ja. So. Und dann müsst ihr beiden jungen, erwachsenen Frauen darüber nachdenken, wie ist das möglich, wie kriegen wir das hin, schaffen wir das? Geht das? Kann sie eine richtige Liebesbeziehung zu einem Mann haben und gleichzeitig mit dir irgendwie auch zusammen sein? Hältst du das aus? Da müsst ihr richtig klar und offen drüber reden, sonst funktioniert das nicht. Sonst grämst du dich und bist traurig oder aggressiv und weiß ich was. Nur so geht es, weil du wirst dir wahrscheinlich jetzt auch wieder Gedanken machen, was geht da in Berlin ab? Ja, teilweise. Also wenn ich abgelenkt bin, dann ist das relativ egal. Ist mir das relativ egal, aber wenn ich jetzt so im Bett liege, dann ist das klar, schon... Klar, klar. Wann kommt sie wieder? Am Sonntag. Am Sonntag. Und dann setzt ihr beiden euch mal schön Sonntagabend hin und quatscht mal, wie jetzt eure Zukunft und eure Lage aussieht. Es kann natürlich sein, weil wir jeden Abend fast eine Sendung gucken, dass sie mitgehört. Ach so, aber vielleicht heute Abend sind die unterwegs in Berlin. Da haben die anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken. Naja, ich weiß nicht. Sie waren vorhin schon in der Pension. Ach so. Grüßen nochmal herzlich nach Berlin. Ja. Und ihr beiden Mädels redet am Sonntagabend schön ausführlich miteinander. Okay. Gut, Cindy, alles Liebe. Ich danke dir. Tschüss. Dir. Von Cindy zu Sonja. Ne, Sonja? Ja, hallo Domian. Hallo Sonja, 28 Jahre alt. Ja, lauter dubiose Beziehungen heute. Bei dir jetzt auch? Ja, ich denke halt seit einiger Zeit darüber nach, ob es sowas gibt wie eine Vernunftliebe, beziehungsweise ob das letztendlich nicht vielleicht die bessere ist. Kluge Frage. Ja, also bisher habe ich die Leute, die irgendwie immer gesagt haben... Schließt das einander nicht aus, Vernunftliebe? Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich immer alle die für verrückt erklärt, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich den liebe. Da habe ich immer gedacht, das gibt's doch nicht. Muss doch wissen, ja oder nein. Und jetzt bin ich zum ersten Mal mit 28 in dieser Lage, wo ich sage... Ich weiß es nicht, weil irgendwie kribbeln tut es nicht wirklich, ja. Weil es ist auch eigentlich gar nicht mein Typ, so jetzt vielleicht im Vergleich. Seit wann kennst du ihn denn? Ich kenne ihn jetzt seit knapp 4 Monaten. Und es hat sich irgendwie ganz seltsam entwickelt. Nee, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wer hat da wen angebaggert? Weder noch. Ich bin halt wieder nach langer Zeit in meine alte Tanzschule gegangen und wollte mal wieder einen Tanzpartner haben, der so auf meinem Level ist. Ja. Und dann wurde er mir so mehr oder weniger gestellt. Ach so, zugeteilt. Genau. Und das ging super halt von der ersten Stunde an, wunderbar. Was tanzt du denn gerne? Lateinamerikanisch und Standard. Wow. Und das klappte halt super, so toll, dass wir uns dann halt auch am Wochenende zum Tanzen verabredet haben und so weiter und so fort. Dann war es nicht nur das Tanzen, dann gingen wir ins Kino, dann gingen wir essen. Und dann ging der irgendwann auch ins Bett? Dann gingen wir irgendwann auch ins Bett. Wie war das im Bett mit ihm? Ja, er ist dann doch eher der unerfahrene Typ. Sehr nett ausgedrückt. Ja. Sehr, sehr lieb ausgedrückt. Also wie gesagt, eigentlich gar nicht mein Typ, weder jetzt äußerlich gesehen und auch jetzt nicht bettmäßig. Bis jetzt hatte ich halt eher Männer, die erfahrener waren und dann mir mehr oder weniger so den Ton angaben und es war jetzt... Achso, jetzt musstest du dir die Zügel in die Hand nehmen. Naja, so ungefähr. Du sagst, er ist überhaupt nicht dein Typ. Er ist eigentlich... Wie sieht er denn aus? Wie sieht er aus? Er hat relativ wenig Haare auf dem Kopf. Kann ja sehr sexy aussehen. Kann sehr sexy aussehen. Ich mag es aber eigentlich ganz gerne, wenn man schön reinwuscheln kann. Ja. Okay. Hat er eine Glatze oder sind die abrasiert?
Nee, es ist doch schon eher so der Ansatz zur Glatze. Gut. Jetzt können wir uns den Kopf vorstellen. Und der Rest ist dann halt rasiert, ja. Ja, und weiß ich nicht, so von der Figur her ist er mir schon fast zu sportlich, zu durchtrainiert. Ach so. So einen kleinen Bauch finde ich eigentlich gar nicht nett. Ich dachte jetzt genau umgekehrt. Nein. Ich dachte, du stehst auf die knackigen, trainierten Jungs. Nein, da kriegt sie mal einen knackigen Jungen serviert, der gut trainiert ist. Dann sagt Sonja, ich will einen mit Bauch haben. Naja, nicht so wirklich. Da soll einer schlau draus werden. Es erschreckt mich halt selbst, dass ich... Wie groß ist er? Ich meine, der Mann. Ja, so 1,5 Köpfe größer als ich. Ich weiß ja nicht, wie groß du bist. Ach ja, 1,65. Ach so, also so Ende 1,70 ist er, 1,80 so. Ja, würde ich sagen. Mhm. Durchtrainiert, knackige, kurze Haare. Also... Und eher ein bisschen schüchtern. Ein bisschen schüchtern ist ja auch ein bisschen süß manchmal, wenn er schüchtern ist. Ist ja auch ganz süß. Und du kommst aber, das höre ich da raus, wenn du was von Vernunftsliebe erzählst, du kommst eigentlich mit ihm gut klar. Ja, das ist es so. Wenn man so, jetzt weiß ich nicht, ich habe mir mal so eine Pro- und Kontraliste gemacht. Ja, was spricht für ihn, was spricht gegen ihn? Ja, sowas macht man halt in 1,5 Stunden. So machen die Mädels und, das. So werden wir abgewogen. Genau, es stehen irgendwie 20 Punkte auf der Pro-Liste. Ja. Angefangen von unseren Hobbys und so weiter, unsere Interessen, alles Mögliche. Ja. Und dann steht auf dieser Kontra-Seite steht dann irgendwie nur, ja, durchtrainiert. Aussehen und ich habe keine Schmetterlinge im Bauch. Und ja, das ist natürlich gravierend. Ja, weil bis jetzt war es halt so, ne, Knallpeng, man sieht jemanden, boah. Weißt du, man kann ja natürlich auch auf jemanden abfahren, auf den man eigentlich nicht so steht. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das, aber dann, man kann auch Schmetterlinge in den Bauch kriegen bei einem Menschen, der eigentlich nicht so in das Beuteschema passt. Aber das ist ja nicht bei dir der Fall jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas zieht mich zu. Also, ich finde, er muss, wir kaufen ihm eine Perücke. Nein. Wir verpassen ihm jeden Abend 10 Hamburger und Schokolade, damit er einen Bauch kriegt. Nein. Aber nee, das geht auch nicht. Nein, das, also, das ist nicht. Nein, ich verstehe nicht. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Ist mir völlig klar. Ich habe mit ihm da wirklich schon mehr als einmal offen drüber gesprochen. Das weiß er also, die Situation das, weiß er. Ja, wir haben öfter schon drüber gesprochen. Hat ihm gesagt, dass ich ihn unheimlich gerne mag und dass auch irgendwie da was ist. Aber dass es diesmal anders ist und dass ich halt nicht so dieses Kribbeln im Bauch hat, was er hat. Ne? Und dann sagt Er hat es. Mhm. Er liebt mich abgöttisch und ich weiß auch, er wird mich auf Händen tragen. So, weißt du, was ich glaube? Ja. Es könnte durchaus sein, wenn ihr beide jetzt sagt, okay, muss man ja gar nicht so entscheiden, wenn es sich jetzt so ergibt, dass ihr zusammenbleibt, kann es sein, dass das eine gute, solide, tiefe Beziehung wird. Ja. Das halte ich für möglich. Mhm. Aber ein Damoklesschwert schwebt immer über euch, nämlich über dir, wenn du einen anderen Typ irgendwann kennenlernst, wo die Schmetterlinge anfangen, einen mit schönen Wuschelhaaren und mit Bauch, wo die Schmetterlinge dann rankommen, dann ist es um die Beziehung geschehen. Das ist die Gefahr. Das muss nicht passieren. Es kann sein, dass ihr vielleicht alt werdet und euch ein gutes und ein ehrliches und wirklich eine tolle Beziehung führt. Das kann sein. Ja. Es ist wirklich eine schwierige Frage, weil diese Schmetterlinge, ich bewerte die gar nicht mehr so sehr stark. Ja, das ist halt das, was ich mich auch frage. Weil die sind schnell verflogen. Weg, so, genau. Ganz genau, die sind irgendwann weg. Ja. Und einen tollen Menschen mit hoher Qualität, und den findet man nicht so schnell. Ja. Schwierig, das ist ganz schwierig, jetzt zu raten. Also mein Herz geht eher dahin, dir zu sagen, lass dich drauf ein. Vielleicht, es ist ja noch relativ frisch alles. Ja, aber es geht doch schon jetzt einige Zeit und immer wieder, wenn ich es anspreche, weil ich dann ihm gegenüber dann auch zugebe, irgendwie es macht ein schlechtes Gewissen oder sowas, wenn ich dir gegenüber nicht die gleichen Gefühle habe, dann sieht das eigentlich ganz positiv. Ne? Das ist auch ein wichtiges Argument. Vielleicht noch, sagt er, das kommt noch. Nee, das ist auch noch ein wichtiges Argument, dass du sagst, es ist ein Ungleichgewicht da. Ja. Ne? Bei ihm ist der Teufel los in seinem Bauch vor Aufregung und bei dir ist es nicht. Das wird ihn auch auf Dauer belasten, sage ich dir. Im Moment redet er sich vielleicht ein, das kommt noch. Das glaube ich auch nicht. Wenn die Schmetterlinge sind entweder am Anfang da oder sie kommen gar nicht mehr. Genau. Also in der Regel ist das so. Es gibt sicher immer Ausnahmen, aber ich glaube, so funktioniert das. Ja. Es ist andererseits natürlich auch eine fast heroische Aufgabe für dich zu sagen, deshalb trenne ich mich jetzt von ihm.
Ja, ich hatte mal den Schlussstrich gezogen, habe gesagt, das geht so nicht, ich kann das nicht. Mhm. Ja, das hielt dann eine Woche und dann hat es uns doch wieder, oder dann hat es mich halt auch wieder zu ihm gezogen. Mhm. Was hat dich dahin gezogen? Ja, seine ganze Art irgendwie, ne? Also, wenn er mich in Arm... Weißt du, lass mich noch was anderes sagen, Sonja. Vielleicht besteht die Chance, dass die Schmetterlinge, die nicht da sind, aber irgendwann ersetzt werden, indem ihr euch immer noch tiefer kennenlernt, durch eine wirklich tiefe und verwurzelte Liebe. Das ist möglich, das glaube ich. Also gibt es sowas doch mal. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Ja. Ich glaube, dass es auch irgendwann zu einer Liebe kommen kann, ohne dass vorher Schmetterlinge da waren. Mhm. Aber die Gefahr ist dennoch immer im Raum, dass irgendwann mal ein Typ auf dich zukommt, wo du denkst, wow. Ja. Aber wiederum, was redet man? Die Gefahr besteht ja generell, dass man auch wieder aus... Also irgendwie finde ich, ist es so ein Glück, wenn man auf jemanden gestoßen ist mit... Ja, es spricht eigentlich alles für ihn, ne? Ja. Ja. Was war denn auf dieser Kontraliste, außer den Dingen, die du gerade genannt hast? War da noch irgendwas drauf? Auf der Kontraliste? Nein, eigentlich, wie gesagt... Also nichts, was den Charakter anbelangt? Gar nicht. Gar nichts. Absolut nicht. Er hat einen absolut ganz lieben Charakter und ganz herzlich und Lass dich mal weiter drauf ein. Ich soll mich weiter drauf einlassen, ohne schlechtes Gewissen. Ja, ich meine, du hast es ja zumindest auch gesagt und vielleicht sollst du es auch jetzt nicht... es geht 4 Monate, ne, sagst du ungefähr. Ja, so ungefähr. So. Gib euch doch mal noch ein bisschen Zeit. Zerrede es auch nicht. Ich rede jetzt auch nicht mehr so viel darüber. Was soll man da ständig drüber reden? Mhm. Und guck mal, wie die Situation so Ende des Jahres vielleicht ist. Ja. Und dann kann man, glaube ich, auch, oder kannst du besser abschätzen, nee, das geht doch nicht. Oder du sagst am Ende des Jahres, Gott sei Dank bin ich nicht abgesprungen. Es ist wirklich ein toller Mann und ein toller Typ. Ja. Und er ist jetzt wie alt? Er ist 34. 34, siehste, da dauert es auch nicht mehr lange, da hat er auch seinen kleinen Bierbauch und dann ist hier alles gut. Sonja, grüß ihn herzlich von mir, den tollen, durchtrainierten Mann. Ja, mache ich. Tschüss, Sonja. Tschüss. Hier ist Roland. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roland, 22 Jahre alt. Stimmt, ne? Ist richtig. Und zwar mein Problem ist, meine Schwester ist an einem Schlaganfall gestern Abend gestorben. Deine Schwester ist an einem Schlaganfall gestern gestorben? Ja. Wie alt ist deine Schwester? 36. Das heißt, völlig unerwartet oder hatte sie schon gesund? Unerwartet. Völlig unerwartet. Da schlank gewesen, hat Sport gemacht, kann so ein Butu gar nichts. Gestern Abend. Was ist genau gestern Abend geschehen? Der Schlaganfall hat sie bekommen in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr. Ja. Dann kamen sie auch sofort mit dem Rettungswagen in der Uniklinik. Mhm. Und dann war da auch in den Geräten angeschlossen, wurde auch notoperiert alles, aber es hat nicht mehr gewirkt, ist gestorben. Was hat man operiert? Die haben einen Schädel aufgemacht, weil da Druck war, damit der Druck rauskommt. Ja. Da war das heute daran verstorben. Ja. Ist sie nochmal zu Bewusstsein gekommen im Laufe der Woche? Gar nicht mehr, nee, war dann nur noch im Koma. Ja. Hast du sie besucht? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich wollte es nicht sehen. Meine Eltern waren da gewesen, aber ich wollte das nicht sehen. Ach, du warst die ganze Woche nicht da? Ich wollte das nicht sehen, die ganzen Maschinen da. Ich wollte sie jetzt in Erinnerung behalten, wie sie war. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deiner Schwester? Sehr gut sogar. Habt ihr viel miteinander gemacht und viel gequatscht und sehr offen gearbeitet? Alles Mögliche. Mhm. Habt ihr in der Nähe gewohnt? Ja, wir haben auf einer Straße gewohnt. Ja. Also quasi Nachbarn, kann man sagen. Hat deine Schwester Familie? Ja, 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 11 und 14. Und 14? 11 und 14. Mhm. Jetzt muss dieses Jahr ein ungeheurer Schock und eine ungeheure Katastrophe für die ganze Familie sein. Ja, klar. Das Schlimmste ist noch, sie ist auf den Geburtstag meiner Mutter verstorben. Mhm. Auch noch. Mhm. Nee, ich weiß gar nicht, wieso, warum, weshalb. Deswegen sind die Fragen, die mich dann quälen, warum. Klar, wenn man so jung ist und
Sie hat wirklich keinerlei gesundheitliche Beschwerden früher gehabt, gar keine nichts. Keine Beschwerden, nichts. Gehabt. Keine Andeutung mehr bei einer Routineuntersuchung, dass man irgendwas. Ja, das ist beim Schlaganfall so. Das trifft halt auch junge Leute und völlig unvorbereitet. Die war völlig gesund gewesen, alles, gar nichts. Mhm. Sie hatte einen blutgerinnten Hauptschlagader gehabt. Mhm. Und dann ist es dann so weit gekommen. Wie hat jetzt, wir haben jetzt leben deine beiden Eltern noch? Die leben noch, ja. Wir haben die beiden alten Herrschaften das aufgenommen. Die sind geschockt. Und der Mann deiner der ist dick und fertig mit der Welt. Verstehen die Kinder? Ich meine, die sind ja schon alt mit 14 und 11 und 14. Das ist auch für die Kinder wahrscheinlich eine unglaubliche Erschütterung jetzt. Ja, das wurde auch gestern Abend ihnen gesagt. Und dann sind sie auch in Tränen zusammengebrochen. Die Kinder, weil die konnten das nicht glauben, die können das nicht verstehen, warum die Mutter nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Ich kann es auch nicht verstehen. Machst du dir Vorwürfe irgendwie, dass du nicht mehr ins Krankenhaus gegangen bist? Irgendwie schon und irgendwie nicht. Weil ich denke mal, den Anblick, wenn du im Krankenhaus liegst, auf der Intensivstation, den vergisst du nie mehr. Den ganzen Geräten und ich will eine Erinnerung behalten, wie ich es gekannt habe. Und Jetzt ist ja eine schwere, jetzt liegt noch etwas sehr Schweres vor euch, nämlich die Bestattung. Ja. Die ist für wann geplant? Nächste Woche wahrscheinlich irgendwann. Denke ich mal, die wird nächste Woche sein. Mhm. Gibt es da schon Überlegungen, was ihr machen wollt oder wie ihr die Feierlichkeiten aufziehen wollt? Meine Eltern, die haben bis jetzt soweit noch gar nicht drüber geredet. Die haben sich auch jetzt zurückgezogen. Mhm. Und ich weiß ja auch nicht, ich habe meine Hilfe angeboten, was ist, dann sollen sie zu mir kommen oder was ist oder so, ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich helfen kann, auch den Kindern und so. Aber die Kinder, die tun mir so schrecklich leid. Ich glaube, dass das Allerbeste ist, wenn du die Kraft dazu hast, dass du hingehst, dass du zu den Eltern gehst, dass du zu den Kindern gehst, dass du auch zu deinem Schwager gehst. Dass einfach die Möglichkeit zum Reden besteht. Mhm. Es ist oft so, dass in Familien dann so ein Schock entsteht, dass in der Familie nicht mehr gesprochen wird. Mhm. Was sehr schlimm ist für die Trauer, für den Trauerprozess, weil die Menschen müssen sprechen. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn abgesehen ist von der Familie, hast du denn noch andere Menschen, Freunde oder eine Freundin, wo du dein Herz ausschütten kannst und wo du dich anlehnen kannst und sprechen eben kannst? Ja, ich habe heute schon mit einem Kumpel gesprochen und so. Mhm. Hab ich ihm das erzählt, der konnte auch nicht alles glauben, wie es kommt und so von heute auf morgen. Ja. Das ist ganz schrecklich. Also hast du eine Partnerin? Nein. Du bist alleine? Mhm. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, ich finde wichtig, dass du jetzt dann, wenn du es schaffst und mir scheint es ja, dass du noch einigermaßen stabil bist, dass du für die anderen dann da bist. Ich habe auch gesagt, wenn die Hilfe brauchen, dann sollen sie zu mir kommen. Vielleicht kann ich da irgendwie helfen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich helfen kann und so. Ja, es gibt ja auch so fürchterlich viel zu organisieren, dass du ganz einfach da bist, dass du auch dem Schwager zur Seite stehst. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Schwager? Auch sehr gut. Ja, umso besser, ja. Umso besser. Lieber Roland, ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Tue ich wohl ganz gerne. Ja, das ist die Heide heute Nacht. Und von meiner Seite aus tiefes und herzliches Beileid für dich und für eure Familie. Du legst bitte auf und die Heide ruft dich an. Könnte ich dir von dir noch ein Autogramm bekommen? Ja, die Heide schreibt die Telefonnummer, die Adresse von dir gleich auf und dann schicken wir es. Vielen Dank. Okay, Roland. Auf Wiederhören. Hier ist Heike. Und Heike ist 42 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Heike. Ja, und was geht's bei dir, Heike? Mein Thema ist, du hattest in einer deiner letzten Sendungen jemanden da, der unbedingt eine neue Frau brauchte und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich möchte mein Herz nicht mehr verschenken. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass... Du möchtest nie wieder einen Mann haben? Nee, mein Mann ist im Mai vor 2 Jahren beim Autounfall gestorben. Und... Ja, meine Tochter, meine Jüngere, geht übermorgen zum Langzeitpraktikum nach Prüm. Ja. Und das bricht mir das Herz. Das heißt, du bist jetzt ganz alleine? Nee, ich habe noch eine größere Tochter, ältere Tochter, aber... Wie alt ist die ältere Tochter? 19. 19, die ist aber auch noch bei euch im Haus? Die ist bei uns im Haus, die hat aber einen Freund, die geht ihre eigenen Wege und das soll sie auch, um Gottes Willen, das soll sie auch. Das ist ja ganz viel.
hast du mir jetzt gesagt, die traurige Nachricht, dass dein Mann vor 2 Jahren verstorben ist. Dass das Mädel jetzt zum Praktikum weggeht und dass du ein bisschen Angst vorm Alleinsein hast. Obwohl du gar nicht alleine bist. Ich bin nicht alleine, nee, aber es bricht mir das Herz. Aber es bricht das Herz. Es bricht mir das Herz. Ich will mein Herz nicht mehr an jemand oder irgendwas verschenken, weil es geht ja dann wieder weg. Es ist dann verschwunden, weg. Moment, das verstehe ich nicht. Da geht das Mädel jetzt mal für eine Weile weg. Und da sagst du, das bricht mir das Herz. Ja, das bricht und dann sagst du, ich will mein Herz nicht mehr verschenken. Ja. Mein Mann ist gestorben, meine Tochter geht weg. Mhm. Und, nee. Heißt denn das auch so, wie ich das gerade am Anfang sagte, dass du dich auch nicht mehr verlieben möchtest? Nee. Nie mehr? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, weil man kann es ja leider nicht steuern, aber ja, ich hoffe nicht. Ja, man kann es nicht. Weil du Angst hast, wieder irgendwann es zu verlieren, das hast du. Genau. Mhm. Wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? Verheiratet war ich mit ihm 18 Jahre. Wir haben uns kennengelernt, da war ich 13 und er 14. Oh. Ja. Also das ist ja nur wirklich Jugendliebe. Ja, ja. Das heißt, das ist auch dein erster Partner gewesen. Mhm. Da gab es keinen anderen Mann. Nein. Nie. Nein. Mhm. Nee, und war auch immer in Ordnung. Mhm. Ist zwar komisch in der heutigen Zeit, aber es war tatsächlich so. Ja. Mhm. Also, das ist natürlich ein Unglück ohnegleichen, dass dein Mann bei dem Unfall verstorben ist. Mhm. Das andere, was du mir erzählt hast, dass das Mädel jetzt ein Praktikum macht, das ist natürlich eher normal, ne? Ja, ein Praktikum mit anschließender Ausbildung. Naja gut, wie alt ist sie jetzt? 16. 16. Das ist ja normal, dass die Kinder irgendwann mal rausgehen und dann ihren eigenen Weg. Ich weiß das ja auch. Das würde ich auch jedem anderen sagen, wenn mir das jemand erzählen würde. Aber wenn man dann selbst betroffen ist. Mhm. Aber die andere ist ja noch da. Ja, aber ein Kind kann das andere nicht ersetzen. Das stimmt. Was machst du denn für dein Leben, dass du nicht so sehr auf andere konzentriert bist, sondern... Ja, ich bin auch berufstätig. Berufstätig bin ich wohl noch. Hast du Freunde? Ja, Gott sei Dank habe ich Freunde, die mich auch nach dem Tod meines Mannes wirklich, ich muss sagen, aufgefangen haben. Ja, was ja super wichtig ist. Ne? Es gibt genügend Menschen, die keine Freunde haben. Das heißt, du hast aber schon auch so dein eigenständiges Leben. Du bist nicht völlig fixiert auf die Kinder. Nee, Gott sei Dank nicht. Ja, aber das ist doch schon mal super viel, Heike. Ja, ist es auch. Und dann habe ich meinen Jugendtraum erfüllt. Ich wollte unbedingt ein Pferd haben. Und das habe ich mir mit meinen Kindern angeschafft. Mhm. Und da meine Tochter eine Ausbildung zur Pferdewirtin macht, nimmt sie das Pferd mit. Ach so. Ja. Also soll das Pferd sie auch. Ja. Soll sie auch. Also muss irgendwas Neues. Ja. Ja. Vielleicht eine Katze, ein Hund, ein Papagei oder was weiß ich. Einen Hund habe ich. Ich habe einen Wellensittich. Nein. Aber ich finde immer wichtig, dass man so, auch wenn man solche Schicksalsschläge erleidet, dass man die Kraft hat, obwohl viele Menschen die Kraft nicht haben, aber dass man trotzdem die Kraft vielleicht aus sich herausholt, sich so sein eigenes Leben zu bauen. Und das hast du ja gemacht. Ganz unten bin ich im Moment, trotz allem, ganz unten. Aber ganz unten bist du nicht. Du hast deine Freunde, hast du gerade gesagt. Du hast deinen Beruf, hast du gesagt. Mhm. Du bist gesund, gehe ich mal von aus. Ja. Ne? Du hast keine schwere Erkrankung. Und du hast noch das andere Mädel. Und das Mädel, was jetzt weggeht, das ist ja kein Unglück. Stell dir mal vor, sie wäre jetzt krank oder sie hätte auch einen Unfall gehabt. Es ist ja eine gute Sache, weswegen sie weggeht. Sie macht eine Ausbildung. Also ganz unten bist du nicht. Du bist traurig, ne? Das ist ja völlig. Aber ganz unten bist du nicht. Das kann man so ganz, kann ich ganz forsch hier von der Ferne sagen. So, und von der Basis aus, auf der du jetzt bist, könnte es ja vielleicht noch eine Stufe auch jetzt wieder höher gehen, trotz Traurigkeit. Mhm. Im Moment weiß ich nicht, wie. Leicht gesagt, ne? Was der Mann da im Fernsehen redet. Ja. Ich würde gerne mal auf den Punkt der Partnerschaft kommen. Also ich glaube, wenn man so lange mit einem Menschen zusammen war, wie du es gerade geschildert hast, sind 2 Jahre wenig, ne? die du jetzt alleine bist. Dennoch bist du ja keine alte Frau, du bist ja eine Frau in den mittleren Jahren von 42. Würde ich das nicht so ganz kategorisch wegschieben. Ja, ich sag ja, man kann es ja nicht unbedingt bestimmen, nein, wenn man sich verliebt. Ja, aber ich hoffe, ich möchte nicht mehr. Ja, aber das macht mich so stutzig. Ich hoffe, du sagst, ich hoffe, dass es nicht mehr passiert. Genau. Ich sage jetzt mal ganz, ganz frech von hier aus, ich hoffe, dass es dir passiert. Dass du vielleicht mit 45, es muss ja nicht bald sein, weil die Trauer wohl wahrscheinlich noch sehr groß ist. Mhm. Aber in einigen Jahren oder vielen Jahren, dass du auch nochmal ein neues und anderes Glück erlebst. Ich würde es dir so von Herzen wünschen. Man darf sich ja nicht
vor dem Glück drücken, sage ich mal, nur weil man Angst hat, das Glück irgendwann wieder zu verlieren. Ja, die Angst ist da, genau. Genau, ja, aber das genau ist diese ist da. Ja, aber es ist keine gute Lebenseinstellung. Hast du nur aus Angst, es könnte wieder irgendwann zu Ende sein mit dem Glück aus dem Weg zu gehen, das ist nicht richtig. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich glaube, dass man sich dann immer mehr isoliert und immer trauriger und immer melancholischer oder schwermütiger wird. Und dass es keine gute Lebensgrundlage darstellt. Hm. Ja. Ich will dir jetzt keinen Partner so bald einreden. Nein, das verstehe ich, dass das alles nicht geht. Aber so von der Grundeinstellung. Hm. Wir reden jetzt über so eine Grundeinstellung. Ja. Und die ist im Moment bei mir so da, dass ich eben sage, ich möchte irgendwie mein Herz nicht mehr verschenken an nichts und niemanden. Mhm. Im Moment ist es einfach so. Im Moment ist es so. Ja, aber das geht dem Herz auch nicht gut dabei. Mit diesem... Stimmt. Ne, das ist auch noch... Muss man festhalten. Mhm. Mhm. Also nochmal, ich finde es völlig normal, dass du traurig bist, dass dein Mädel weggeht. Aber es ist nicht so eine Katastrophe. Wie viele Kilometer ist das entfernt von dir? 200. Naja, ist auch nicht so. Hast du ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Mein Mann ist auf der Autobahn gestorben. Aber auf der Autobahn. Und seitdem... Fährst du nicht gerne mehr Auto? Nicht mehr wirklich. Gut, aber 200 Kilometer kann man auch wunderbar mit unserer Bahn fahren. Ab und an. Da, wo sie hinfährt, gibt es keinen Bahnhof. Gibt es keinen Bahnhof. Na, aber irgendwie wird es ja gehen. Irgendwie wird es schon gehen. Ja, ich bin ja auch Autobahn gefahren, aber die Nacht vorher. Ich hatte Albträume. Ich weiß nicht, wie ich geschlafen habe. Ich glaube gar nicht. Und bin dann trotzdem gefahren. Ich bin ja gefahren. Ich habe es ja gemacht, aber es war... schlecht. Vielleicht war es aber auch gut, dass man dagegen angeht. Du bist dagegen angegangen. Bist du? Ja, für meine Tochter, klar. Ja, ja. Mhm. Vielleicht geht es beim nächsten Mal noch besser. Mhm. Also, ich will jetzt hier nicht überpsychologisieren. Ich habe dir nur so meine Meinung gesagt, so zur Lebensgrundhaltung. Ich hoffe, dass du vielleicht da ein bisschen was mit anfangen kannst. Ich hoffe auch. Aber... Dennoch möchte ich ja auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll und richtig. Die bringt mir meinen Mann nicht zurück. Nein, die bringt ja deinen Mann nicht zurück. Aber vielleicht so ein bisschen die Traurigkeit wird noch ein bisschen mehr aufgefangen, unter der du leidest im Moment. Okay. Du musst ja nicht lange sprechen. Wenn es nicht dein Ding ist, dann beendest du das Gespräch. Das ist auch okay. Mhm, okay. Ja? Mhm. Dann ruft Heide dich gleich an, Heike. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Okay, danke, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Und Silke, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Silke. Ja. Ja. Ich habe angerufen, weil ich Netzwerke, also mir geschaffen habe, um nicht alleine zu sein oder um der Angst entgegenzuwirken, nicht alleine zu sein. Also ich lebe in einer Partnerschaft, wir leben nicht zusammen. Mhm. Wir sind knapp 4 Jahre zusammen. Also du lebst in der Partnerschaft, aber ihr wohnt nicht zusammen? Genau. Ja, 4 Jahre schon? Mhm. Ja, und ich habe auch ein Kind, der ist 10 Jahre alt und ich war auch verheiratet. Ja. Ja, und ich liebe diesen Mann nicht und habe halt eben... Moment, du liebst deinen Partner nicht? Nee, genau. Ja, so genau. Ja, erzähl mal weiter. Also ich liebe diesen Mann nicht und... ich habe halt eben verschiedene Männer nebenher laufen. Lass mich kurz zwischendurch fragen, warum du dann mit diesem Mann zusammen bist, wenn du ihn nicht liebst. Ja, eben weil er mich sehr liebt und mich auch teilweise nicht gehen lässt. Aber halt eben auch nicht, weil ich halt auch Angst habe, alleine zu sein. Das ist der Grund. Ne? Nur weil er dich so liebt, deshalb muss man ja nicht mit jemandem zusammen sein, wenn man wiederum ihn selbst nicht liebt. So, aber nebenher gibt es auch noch andere Männer. Genau. Wie viel? Zurzeit 3. Ja, das sind aber nur so Affären. Das sind mehr oder weniger Affären, obwohl ich mit einem jetzt ganz besonders oft telefoniere und es sich eigentlich dahin entwickelt, dass es eine Beziehung werden könnte. Ja. Aber er auch irgendwie merkt, dass da auch nicht alles so bei mir koscher ist. Ja. Auch mit meinem, ich habe ihm erzählt, das ist mein Ex-Freund, mit dem ich jetzt noch zusammen bin. Ja. Und er mir das so abnimmt, aber ich glaube, er hält sich da auch noch ein bisschen auf Distanz. Mhm. Deine Beziehung, dein Hauptbeziehungsmann, ja. Der weiß nichts von den anderen Geschichten.
Ich denke, er vermutet es. Er hat mir mal angedeutet, dass er, also er hat mir mal gesagt, ich weiß, dass du, also ich merke mehr, als du glaubst. Ach so. Mhm. Schläfst du mit deinem Hauptbeziehungsmann auch? Nee. Nee. Mhm. Seit wann schon nicht mehr? Das weiß ich, denke mal so ein paar Wochen schon nicht mehr. Ach so, na gut, aber bis dahin schon. Ja. Ja. Mhm. Also ich merke, dass es jetzt überhaupt nicht mehr geht. Also ich kann ihn auch nicht mehr anfassen. Ich kann den auch nicht küssen und es ist einfach Freundschaft, es ist nur platonisch. Warst du denn in ihn mal früher verliebt? Ich war anfangs sicherlich verliebt, aber das hat. Ja, aber jetzt. Hallo? Hallo, ja, Silke. Hallo? Ich glaube, du hast irgendwie aus Versehen auf eine Wähltaste gedrückt. Ja. Ja. Also warst du mal in ihn verliebt und das hat sich dann irgendwie verflüchtigt im Laufe der Jahre? Ja, genau. Also es ist keine Liebe mehr, aber ich mag ihn sehr. Er ist eine Bezugsperson und den ich mir aus meinem Leben gar nicht mehr vorstellen könnte. Ja, aber du tuchtelst dann schon mit anderen rum. Ne? Da ist einer, mit dem es schon enger wird und es gibt sogar noch einen dritten, mit dem du Sex hast. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ist natürlich kein Lebenskonzept, ne? Es ist überhaupt kein Lebenskonzept. Und und mich macht gerade ganz, ganz nachdenklich, als du gesagt hast, in den letzten Wochen haben wir keinen Sex mehr miteinander gehabt und ich kann den nicht mehr anfassen, ich kann den nicht mehr küssen. Nein, überhaupt nicht. Ich kann es nicht ertragen. Da ist ja ganz, das heißt ja, da ist eine ganz, ja, ganz massive Mauer in dir. Mhm. Ne? Oder Distanz zu ihm entstanden. Ja. Mhm. Und er ist auch sehr, sehr traurig. Also er merkte schon. Ja. Was wäre jetzt in der Situation die korrekteste Lösung? Ja, sich zu trennen, sich zu lösen, Abstand zu gewinnen, auch zu den übrigen und mal wirklich so für sich zu überlegen, für sich erstmal so Abstand zu allen bekommen. Aber leider ist es so, wenn ich auch wirklich rausgehe. Stopp mal eben, das war interessant, dass du das jetzt wie aus der Pistole geschossen gesagt hast. Stimmt, was du sagst. Ja, ich kann das aber nicht. Was wolltest du sagen, wenn ich rausgehe? Bitte? Du wolltest gerade sagen, wenn ich aber rausgehe, dann? Dann kann ich es nicht mehr. Mhm. Dann fange ich an, zum Friseur zu gehen, mir die Haare zu schneiden und dann sind sie zu kurz, dann bin ich noch unglücklicher und fange ich an rumzuspinnen, weil ich mich dann ganz hilflos fühle auf dieser Welt. Ja. Und nun musstest du ja nicht gleich jetzt alles auf einmal lösen und retten. Es spricht ja gar nichts dagegen, dass du zwei Beziehungen irgendwie, zwei Affären am Laufen hast. Mhm. Das ist ja genau gar nicht schlimm. Ich finde, ein großer Schritt wäre ja schon, wenn du die Stärke und die Größe hättest oder wenn du dich dazu vielleicht aufbringen könntest, dass du deine Hauptbeziehung regelst, sage ich jetzt mal. Und regeln heißt, dass du diesen Kontakt als Beziehung aufkündigst. Und ihr beide dann euch unterhaltet, wie das weitergehen könnte. Ja, er war lange Zeit. So geht es ja nicht weiter. Ja, er war lange Zeit verheiratet und er hat zu dieser Frau auch gar keinen, er ist geschieden und er hat auch keinen Kontakt mehr, weil er, ich glaube, er kann dann mit mir auch gar keinen Kontakt dann auch mehr halten. Ja, das wäre dann der Preis, den du zahlen müsstest. So lässt du dich ja eigentlich nur bedienen von seiner Liebe. Ne? Du bist ja Nutznießerin von seinen tollen und wohlwollenden Gefühlen. Andererseits kannst du ihn gar nicht mehr anfassen. Nee. Und das ist so ein großes Ungleichgewicht. Und wenn du und du sagst, dass du schon diesen Mann respektierst und achtest. Auf jeden Fall. Mhm. So, also er ist auch der beste Mann in meinem Leben, den ich bisher kennengelernt habe. Tolle Aussage. Ja? Aber da muss man sich auch so einem Menschen gegenüber respektvoll verhalten, finde ich. Dann darfst du ihn jetzt nicht benutzen und im Moment benutzt du ihn. Das heißt, du musst ihm das so klar sagen, was jetzt los ist in dir. Das habe ich ihm schon oft versucht zu sagen, dass ich ihn nicht liebe und dass wir uns trennen sollten, aber er hält dann auch, er ist halt auch im Verkauf und kommt dann mit Argumenten auch, dass er mir das so abschwatzt. Nee, wenn du zu dem sagst, ich liebe dich nicht mehr und es ist mir unangenehm, dich anzufassen und dich zu küssen, da gibt es keine Argumente mehr. Ich glaube, du hast es ihm so hart auch noch nicht gesagt.
Kann das sein? Ich habe ihm schon mal gesagt, dass ich glaube, dass ich ihn nicht mehr liebe. Dass du glaubst, dass du ihn nicht mehr liebst? Du musst sagen, ich liebe dich nicht mehr. Und ich mag dich gar nicht mehr anfassen. Hm. Ich schätze dich, aber ich will keine Nähe zu dir haben, keine körperliche Nähe. Hm. Silke, meine Sendung geht gleich vorbei. Es ist aber noch nicht ganz zu Ende gesprochen. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, danke. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Uli Karp, Wolfram Swikowski, Roland Lohr, Martin Trux, Uwe Petersen, Nikolas Schelzig, Jan Grefe zu Baringdorf, Marc Sommer und Heide Schweizer. Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende und sage tschüss, bis nächste Woche. Ciao.